Und der kommt aus Thailand. Heute machen wir No My Som. Was ist denn das? Man kann das so sagen, wie kommt der Bambus in die Flasche? Wir haben ja letztes Mal haben wir gesehen, wie Porn den Bambus in Plastiktüte eingekocht hat. Das gibt es auch nicht in Deutschland, oder? Einkochen in Plastiktüte. Aber es hält wirklich, es ist ein Jahr haltbar oder so, ne? Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, in Flasche. Und das heißt No My Som. Und das machen wir heute. Also wieder mal schauen, wir schauen mal der Porn wieder über die Schulter, wie sie da ihre Bambus haltbar macht und geschmacklich dann da, ne? Wie wir das hinkriegen. Sie macht es, ich mache die Kamera, wie immer. Jetzt gucken wir, auf geht's. So, was brauchen wir zuerst? Bambus. Wieder den alten, den kann man nicht nehmen, ist klar. Den alten, der geht nicht zum Essen, geht nicht, nein. Der geht auch nicht, da ist nichts mehr da. Porn war schon fleißig. Sabadi Kap. Sabadi Mai. Sabadi. Sabadi. So, das kann man mitnehmen. Hamburg, aber. Aber? Du hast andere, du möchtest andere haben. Ne? Also diese jungen Triebe da, die kann man wieder nehmen. Ne? Die kann man nehmen, die schmecken gut, sagt sie. Hm? Sowas. Nichts umkommen lassen, sagt sie. Jetzt nimmt sie da den von drüben. Guck mal hier, hinterm Zaun. Das ist ja meiner, das ist meiner. Nichts umkommen lassen. Das geht ja gar nicht, dass da einer auf dem Nachbargrundstück wächst. Bah. Painai. Goldala. Ja, kommen die wieder auf den Grill? Nein. So? Alle. Nicht auf den Grill? Mhm. Das ist interessant. Letztes Mal kamen sie auf den Grill. Ja. Heute machen wir sie anders. Was machen wir jetzt? Abschälen. Komplett. Ja. Vorher abschälen. Beim letzten Mal hast du erst auf dem Grill und dann abschälen. Jetzt machst du schon vorher abschälen. Oh. Diese. Diese. Diese Spitzen. Okay. Ja. Dann warte, ich mach alle fertig. Dann kommen wir wieder. Adolf, was tust du denn wieder? Irgendwie stört das wieder die Aufnahme. Also. Kommen wir zurück zum Thema. Ja. Abschälen. Ja gut, heute schon ein paar. Heute ist aber nicht viel, ne? Nee. Nicht so viel, ne? Ja. Da liegt Bambus. Nee, das ist Wein. Ja, Wein. Das ist Wein. Das ist wieder was anderes. Ja. Das ist wieder was anderes. Hast du die wieder verkauft? Nein, essen. Essen selber. Anderes Video. Nee. Ach, das kommt hier rein. Nein, für mich essen selber. Also, sag ich doch, anderes Video. Gehört nicht hierzu. Heute machen wir nur Bambus. Bleibt nicht viel übrig, ne? Ja. Mhm. Beim Kleinen bleibt doch gar nichts übrig bei dem Kleinen hier. Bambusspitzle. Ja. Da wäre ich nicht so bekommen. Ich sag Spargel hier. Das ist dann wieder Kompost. Jetzt hat Ella den. Adolf.
und gebe den Hieb mal zurück. Da ist nichts drin für dich heute. Also. Auch ein bisschen kamerascheu, hä? Auch ein bisschen kamerascheu. Ist so kamerascheu sind die auch, ne? So. Was hast du da für ein Spezialmesser jetzt, du? Fischschneider. Was ist das? Kartoffelschäler? Ja, ich glaube. Ah, das ist ein Kartoffelschäler. Ah. Aber der Bambus hat aber schon einen eigenartigen jetzt Geruch, ne? Hm. Muss man sagen. Also das ist nicht so homm. Also der, auch letzte Mal schon hier vom, die wir auf dem Grill waren. Wie heißt das Zeug? Letzte Mal? Maipau. Ah. Die haben mir auch nicht vom Geruch auch nicht gefallen. Und das ist auch nicht hier. Gut. Spielt keine Rolle, ihr könnt es eh nicht riechen auf dem Video. Gibt's noch nicht. Hart wie Kopfstein hier. Weg. Muss also weich sein. Gut. Kopfstein hier. Stripseln. Schön in. Dünn. Dünn schneiden, ja. Kartoffelschäler raus und dünn schneiden. Okay. Alles wieder. Du hast wieder was zu tun, sag ich dir. Warst aber schnell, oder? Ja. 5 Minuten. Ja. 5 Minuten fertig. Ja. Also ungefähr. Also es dauert ein bisschen länger als 5 Minuten, ne? Das zum Stripseln hier. Also, fertig jetzt. Alles schön klein. Und nu? Salz. Grammangabe bitte. Nein. Nein. Aber das ist so ähnlich so wie das andere auch, ne? Ja. Wie mit dem Einkochen, das hast du ja auch so jetzt. Ne? Mit Salz gemacht und ein bisschen. Aber der Geruch, der Geruch. Ich mag ihn nicht. Oder ist das Homm? Hm? Hm? Homm, ja. Mein Homm. Sag ich doch. Ja. Also es riecht nicht so angenehm. Ne? Aber Leute so gerne Bombot essen, man hat so viel. Ja gut, da riecht es wieder anders, ne? Aber ja. So, wenn man es jetzt frisch macht, ne? Also, Salz drauf, ordentlich mixen. Da muss sicherlich stehen, oder? Richtig. Abdecken. Abdecken. Ha, ich hab schon gelernt, du, ich bin gut, ey, du. Dann? Abdecken, stehen lassen und glaubst, wir machen dann morgen weiter, oder? Richtig. Boah, nennt mich Chefkoch. Dann die Wasser vom Bombus. Das ist ja dann genau gleich. Nur hier ist er jetzt nicht gekocht. Und das andere war schon jetzt gekocht. Hm. Aber stehen hin. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht sagen, es stinkt, ne? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du es schon sagst. Nein, hin. Was heißt denn hin? Dann hier nicht, stinken nicht. Ja, es ist also. Keine Rosenblätterduft. Ja. Au, was hast du denn hier schon wieder? Aber ich kann doch keiner verstehen. Kinkau. Wollte ich Kinkau? Wie lange Kinkau?
Mir langweilig. Oder Hunger. Futter leer nicht. Nee, ich hab die Kamera. Ja, Futter leer. Ach was? Also der ist jetzt fertig, der. Sie kann also ruhig mit ihren Fingern jetzt bei den Vögeln gehen. Ne, sie ist fertig jetzt hier. Ja. Dass nachher noch die Vogelgrippe hier noch verbreitet. Mm. Und die kleinen Racker. Donald und Daisy. Wo ist er? Langweilig, ja, jetzt ist mir ruhig, ne? Ich sage ja immer so, immer so. Kamera drauf, dann sind sie ruhig. Hände sauber? Ja. Sieht, dass danach noch die Vogelgrippe dran ist hier. Nein. Der Vogelwahnsinn. Ich guck ja. Ganz schön eingegangen jetzt doch. Hälfte schon weniger, ne? Mm. So, also Mixi, abdecken mit Tuch und morgen geht's weiter. Richtig? Jawohl. Ja. Gut. So, am nächsten Morgen, jetzt haben wir hier Stickreis, okay. Hinlegen, dem Wasser. Okay. Wie lange? Auch eine Nacht. Dann also die Morgen kochen. Okay. Dann, aber diese wie gut, bisschen, aber diese wie gut. Reiswasser? Ja. Ach, wir brauchen das Reiswasser. Okay. Geht. Dann? So, jetzt geht's weiter. Porn hat das also jetzt eine Nacht und, ja, ich würde fast sagen, einen Tag einweichen lassen. Ja. Es gibt aber auch Leute, die machen das dann 3 Tage, ne? 3 Tage. 3 Tage und 3 Nächte. Dann wird es natürlich noch wieder anders, ne, von der Qualität her. Vielleicht auch noch jeden, mal matschiger, ne? Jeden Person machen sie im Film. Ja. Ganz am Leute warten die Wasser hier, also, aber von mir nicht. Stinkt. Ja, stinken tut es sowieso. Ne? Also, was ist das denn? Also das ist, mach das nicht in der Küche, mach das draußen. Jetzt also abspülen, alles abspülen, ne? Ja. Ganze Flüssigkeit, Salz, alles rausspülen. Sauberen Wasser durchspülen. Mhm. Zweimal. Zweimal durchspülen? Ja. Mhm. Muss das jetzt warten oder einfach wieder raus? Einfach wieder raus. Okay, gut. Das ist einfach. Das ist ja einfach. Ist einfacher als schweißen, oder? Nee. Was ist einfacher? Schweißen oder hier? Hier. Hier einfacher. Ja. Zack. Also alles schön durchspülen. Gut, das haben wir jetzt. So, was jetzt ganz wichtig ist, sind diese Original 0,6 Liter Wasserflaschen. Man kann nur diese nehmen. Wenn ihr jetzt ankommt mit Colaflaschen, geht nicht. Geht, aber muss man putzen. Kleiner Scherz, natürlich. Putzen, sauber machen. Flasche ist Flasche, Plastikflasche. Und jetzt, ach komm, noch mal wieder Salz dran. Schon geputzt ist ein aus. Ja, schon geputzt jetzt, ja. Haben wir. Aber young, so sein. Ja. Nicht fertig. Jetzt hast du nochmal jetzt probiert und sagst, es ist noch nicht genug Salz. Wir putzen, ja, aber muss ein bisschen. Noch ein bisschen Salz hinterher. Ja. Sowieso immer. Ja. Okay, also nochmal Salz hinterher machen. Auch wieder schön
Hom. Gar nicht Hom. Das weiß ich. Ja. Also ein bisschen Salz hinterher und wieder mischen. Also manche machen da auch noch Glutamat rein. Aber der, ach komm, jetzt musst du kein Glutamat noch reinmachen. Das hat so viel Hom, hat der ist dann da, ne? Komm auch mit deinem Glutamat immer. Nein, da kommt kein Glutamat rein. Ne? Nur Salz und Bambus. Ja. Genug. Dann, ich habe Wasser. Was ist das jetzt? Ach, das war das Reiswasser, ne? Ja, richtig. Das Reiswasser. Ich mache hier. Ach, das Dicke jetzt, oder? Ja. Das Dicke dann erstmal mischen, ja? Mhm. Ach, Reis, das auch noch ein bisschen drin. Ja. Ein paar jetzt Reiskörner sind noch drin. Für sauer. Für sauer. Mhm. Und wieder mixen. Wieder mixen. Das ist ja wie so ein Brotteig, du. Wie so ein guter Brotteig. Immer kneten, kneten. Also je mehr du knetest, desto besser schmeckt das Brot. Schön gut. Schön. Dann schon keine fertig. Ahnung. Oh, schon dann fertig. In Flasche. In Flasche. Stopfen. Och nee, mit Finger alles rein? Ja. Okay, was eine Arbeit, ey. Gibt's da keinen Stopfer für oder mit einem Trichter oder was? Dann müssen wir kaufen zum Gut. Gibt's da was für, ja? Gibt's da Stopfer für? Weiß ich nicht. Weiß, wird immer so gemacht. Immer mit Finger, nein und gut ist. Ja. Och Gott, nee. So. Das muss ich aber nicht alles aufnehmen. Jetzt, wo du gerade die Flaschen vollstopfst, oder? Das machen wir nicht, ne? Oder hast du einen Schwank aus deiner Jugend? Was heißt denn I? Das heißt, hast du noch eine Geschichte aus deiner Jugendzeit? Möchtest du noch was kundtun? Nein, wenig. Nein. Ja. Möchtest du nicht erzählen, wie du als Kind schon Schweißen gelernt hast? Nein. Nein. Also gut. Stopf das einmal voll. Ja. Also dass das bei dir mal so genau hinkommt, du. Jetzt hast du 4 Flaschen hin und das geht genau auf mit deinen 4 Flaschen. Profi, ja. Aber echt, du, aber wirklich, ey, da, also wirklich, das kann doch wohl nicht mein Ernst sein. Echt, also 4 Flaschen. Wie werden die haltbar jetzt gemacht? Werden die noch eingekocht oder ist das gut jetzt? Gut jetzt, schon fertig. Oh, ist gut jetzt, fertig? Ja, Eifer. Oh, weil letztes Mal haben wir die ja noch eingekocht in den Tüten. Ja, mein Unterschied von diesen normalen Kirn. Ach, weil die jetzt noch nicht gekocht sind? Ha? Weil die noch nicht gekocht sind? Man, die sind jetzt sauer, ja, die ja. Salz schon. Sauer und Salz und dann ist das gut. Ja. Und wie lange hält das jetzt? 3 oder 4, wenn die mit Essig. 3 oder 4 Tage oder? Ja. Wochen? Ja. Nein. Dann von mir also noch nicht schwarz. Das hält 3 oder 4 Jahre. Aber nie kaputt, ne? Ja, darum geht's jetzt ja. Oh, ich bin ja von den Socken. So lange hält das jetzt. Ohne ja. Kochen, ohne nix. Ja. Oh, ich hab das gerade mit der Tür hier. Da bist du wieder in dem Schatten drin, ja? Wahnsinn. Ui. Wenn Porn das sagt, stimmt es. Also nochmal 3 oder 4 Jahre hält dieses jetzt. Diese hier, Porn hat noch welche da. Die sind 2 Jahre alt. Guck, Datum drauf. Von der Flasche, von dem Wasser, ne? Wir gehen mal davon aus, dass wir dann an dem Datum auch dann ungefähr die Flaschen gekauft haben, ne? Und die sind jetzt schon wirklich 2 Jahre alt und sie sind noch gut. Nicht kaputt. Die kannst du noch essen. Wahnsinn. Und wo legst du die jetzt hin? Wir legen da. Wo ist da? Schatten unten hier. Schatten unten? Ja. Nicht im Kühlschrank, nichts, ganz, nee, gar ganz nicht. Normal? Ja. Die brauchst du nicht mehr im Kühlschrank stellen. Guck mal, die kannst du hinstellen und das hält dir jahrelang. Also wenn ich in Deutschland gehe, Keller. Deutschland, wo kriegst du die Bambus her? Ah, mit
nehmen nach Röschelen. Ach, die Flasche mitnehmen? Ja. Ja gut, das ist schlau. Ja, okay, klar. Ich dachte zum selber machen. Wann ist das denn? Ja, echt du. Diese Bombe. Wenn ich das jetzt sehe, würde ich jetzt irgendwo in Deutschland im Keller, würde ich sagen, Sauerkraut. Hat die Sauerkraut jetzt gemacht hier, ne? So. Eine Flasche drin, würde ich ein bisschen gucken, aber Sauerkraut, ne? Das Bambus hätte ich auch nicht gedacht. Na gut. Schön gemacht und hält. Ja. Wieder was gelernt. Ja. Ne? Das beim Uwe kannst du immer noch was lernen. Und vor allem von der Porn kannst du was lernen. Ich schau wirklich also eine Zaubermaus, du ehrlich da. Wenn er Leute mag, Nico, dann ganz schwach. Ja, wenn es nicht richtig gemacht ist, ne? Wenn ich noch Salz oder fragt mich nicht, eine Sauberkeit oder was, ne? Dann wird es wohl dann schwarz werden. Ne? Dann da. Super! So, wieder was gelernt. Ne? Also wirklich Respekt. Porn sagt, das war also jetzt nicht so viel Arbeit wie mit dem anderen Bambus. Wegen mit der Nadel dann. Das ist ja viel mehr Arbeit. Ne? Mit Barbecue dem, also. Ja, grillen, genau. Grillen muss es ja auch noch. Ne? Muss ich auch noch machen. Und mit der Nadel dann alles so fein da durchziehen, ne? Das brauchst du ja bei dem Art jetzt nicht machen. Mit so einem Kartoffelschäler, zack, zack, ne? Abschälen und dann ist gut. Es schmeckt anders, sagt sie. Das ist ein anderes jetzt Geschmack da. Hält genauso lange. Ich bin echt immer noch überrascht, wie lange das hält ohne Einkochen. Bin echt überrascht. Und verkaufen? Nein, ne? Machen wir nicht. Ne? Nee, so Blödsinn machen wir nicht. Für Family Eating. Ja, wenn die Familie kommt oder was, dann kann man das ja mitgeben jetzt dann da. Ne? Aber sonst verkaufe nicht. Ne? Ist auch wieder Arbeit, ist klar. Und kann man mal machen. Ne? Bleibt wieder nicht so viel übrig. Ne? Von der ganzen Bambus, was du da abschneidest, ne? Bleibt nur 4 Flaschen im Endeffekt übrig. Ne? Ist gerade nicht so viel. Aber für den Eigenbedarf dann oder für die Familie, ne, ist das ja gut. Ne? Gut, haben wir noch was vergessen? Ja. Sie schüttelt den Kopf, dann würde ich sagen, das war's für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe aus Thailand und tschüssi. Vergesst nicht, zu liken, zu subscriben, zu abonnieren, um Uwe und Porn zu unterstützen. Tschüssi, how are the air? Servus, auf Wiedersehen, 40. Das ist nicht abgesprochen, gell? Nein. Haben wir nicht abgesprochen hier. Das war auch nicht schlecht. Uwe und Porn auch nicht schlecht. Ja gut, macht es sonst auch nicht. Okay, gut, also, tschüss jetzt. Tschüss. Bis nächste Mal.